Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. In der letzten Folge haben wir unsere Professorin Antifa kennengelernt und Nemila wünscht schon. Hallo, Entschuldigung für die Störung. Was gibt's denn? Ach, hier bist du, Maike. Kam, kommst du hier an und schon wirst du zum Drittel zitiert. Was hast du nur angestellt? Ha, ich mach nur Spaß. Senior Jim hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Das ist ein ganz eigenes Reich hier an der Akademie, Maike. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Ich krieg ein Zimmer? Okay. Hab nicht nachgefragt. Ich reise gern, aber okay. Ja, ist halt der Standard. Tada! Das ist ab heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Bestimmt bist du von dem ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruh dich etwas aus. Wenn du dich schlafen legst, mach das nicht nur um dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar, wir sehen uns morgen, wenn du in der Form bist. Dann können wir auch kämpfen, so viel wir wollen. Also tschö, bitte. Aber es ist noch hell draußen. Ich soll jetzt schon schlafen? Okay. Wir sind wohl doch noch nicht fertig mit der Akademie. Wie geht's dein Badezimmer? Du solltest es immer sauber und ordentlich halten. Ich muss sagen, Interior Design erinnert mich sehr an Schwert und Schild. Ob das was Gutes ist, weiß ich nicht, aber es erinnert mich auf jeden Fall dran. Okay. Den nächsten Schultag. Am nächsten Tag. Seit deinem ersten Tag an der Orangenakademie ist einige Zeit vergangen. Und nun ist der Tag gekommen, an dem dein wahres Abenteuer beginnt. Ah! Dann nochmal willkommen zurück! Nein, Spaß. Okay, also ab jetzt geht das Spiel richtig los. Jetzt habe ich mich richtig erkunden. Ding, dong, ding, dong. Also Durchsage an alle Schüler, heute beginnt die freie Projektarbeit. Alle Schüler werden gebeten, sich für weitere Details auf dem Sportplatz zu versammeln. Ding, dong, ding, dong. Es ist endlich soweit! Was denn? Die Projektarbeit fängt an. Ich könnte platzen vor Freude. Los, 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 lass uns gehen! Ja, ist okay, ist okay. Wir sollten uns auf dem Sportplatz versammeln und die Projektarbeit erklärt uns Paket zu bekommen. Wunderbar, ja komm. Wohin willst du gehen? Ja, Sportplatz. Ich kann ja sonst nicht irgendwo hin. Schauen wir mal, was hier abgeht. Aha. Sind alle anwesend? Hervorragend. Ich erkläre euch nun, was es mit eurer freien Projektarbeit auf sich hat. Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche. Auch? Schon wieder das gleiche? Ich möchte, dass jeder von euch in die Welt zieht und seinen ganz individuellen Schatz sucht. Ihr alle habt euch an der Akademie viel neues Wissen angeeignet. Doch nun ist es Zeit, den Blick in den Horizont zu richten und die Welt zu entdecken. Erkundet die üppige Natur und die reiche Kultur von Paldea. Macht Bekanntschaft mit den Pokémon, die hier leben. Und lernt die vielen Menschen kennen, für die diese Region ihre Heimat darstellt. Wohin wird eure Reise gehen? Wem werdet ihr begegnen? Was werdet ihr erreichen? Nur ihr und eure Pokémon. Gemeinsam reisen. Gemeinsam lernen. Gemeinsam fühlen. Findet euren ganz individuellen Schatz und kehrt dann hierher zurück. Findet euren ganz individuellen Schatz. Ja, ich bin mir sicher, dass ihr durch die freie Projektarbeit über euch hinauswachsen werdet. Ich bin schon sehr gespannt, was aus euch geworden ist, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne, möge die Schatzsuche beginnen. Viel Erfolg! Oder an Hariyama. Ja, damit können wir dann offiziell alles erkunden. Ich gehe es aber ganz ein bisschen langsamer an, denke ich. Und hey, da ist wieder ein neues Pokémon. Auf geht's, Freireifluft! Yeah! Komm, Mopex, reiten wir los! Reiten? Was? Sie reitet auf ihrem Pokémon?
Passt gut auf euch auf und bitte denkt daran, dass das Betreten des Schlunds von Paldea ein Verstoß gegen die Schulordnung ist. Dieser Ort ist viel zu gefährlich. Okay. Los, Maike, auf geht's! Ich will auch auf dem Pokémon reiten. Dann bin ich viel schneller. Mann, voll gemein. Na gut. Na gut, ich will jetzt auch nicht mit jedem hier reden. Finde ich jetzt nicht so interessant. Maike, Maike! Ja, ich bin doch hier, was denn? Jetzt können wir endlich auf Schatzsuche gehen, yippie! Worum geht's aber eigentlich? Ich hab gar nicht zugehört. Stimmt, das kennt sie ja noch gar nicht. Komm, ich erkläre dir alles auf dem Weg. Okay. Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an der Orange Akademie. Aber trotz des Namens muss am Ende deiner Schatzsuche nicht unbedingt ein greifbarer Schatz liegen. Es geht darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Cool. Ohne Aufsicht? Du kannst zum Beispiel Arena-Leiter herausfordern oder Leuten in Not helfen. Und klar, wenn du einen richtigen, echten Schatz suchen willst, nutze! Auf diese Weise lernt man vieles, was man an der Akademie sonst nicht beigebracht bekommt. Es gibt auch viele Gelegenheiten zu kämpfen. Das ist ideal für mich! Wenn wir uns auf unserer Schatzsuche begegnen, musst du unbedingt gegen mich kämpfen, ja? Okay. Ach ja, wusstest du schon, dass du mit der Karten-App auf deinem Handy deine Ziele markieren kannst? Oh, das wusste ich nicht, das ist cool. Ich habe dir letztens die Arena auf der Karte mal eingetragen, ne? Wie wär's, wenn du sie dir als Zielorte markierst? Oh, so, so, Nemila, von dir als Schulsprecherin hätte ich nicht erwartet, dass du versuchst, einer Schülerin einen unfairen Vorteil zu erschaffen. Nanu, Peppa? Was heißt denn hier unfairer Vorteil? Außerdem ist Lauschen auch nicht gerade die feine Art. Ich habe Maike nur etwas empfohlen. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber Maike hat schon andere Pläne. Sie wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimgewürze mitgehen lassen, die sie bewachen. Sie hat also gar keine Zeit dafür, Champ zu werden, weil wir zusammen die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon abklappern, stimmt's? Aber, hey, was soll das? Warum erzählst du Maike so komische Sachen, die sie gar nicht interessiert? Was ist dein Problem? Ich habe dir doch nur einen Vorschlag gemacht. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Oder wie war das? Da. Bring, bring. Hm, dein Handy klingelt, falls du es nicht bemerkt hast, Maike. Hallo, Maike. Cassiopeia hier. Ich gebe dir jetzt mehr Informationen zur Operation Stardust durch. Team Star besteht aus 5 einzelnen Banden. Jeder davon hat ihr eigenes Versteck. Deine Aufgabe ist es, die 5 Bosse dieser Banden zu besiegen. Wahrscheinlich werden sie sich dir Truppen von Rüpeln in den Weg stellen, aber du hast auch meine Unterstützung, aus sicherer Entfernung. Die Bandenmitglieder bezeichnen sich alle mit dem jeweiligen Pokémon-Typ, den ihr Boss einsetzt. Vielleicht hilft dir diese Information. Ich habe vollstes Vertrauen in dich und dein Können. Es regnet, huh? Lass mich außerdem die Orte, an denen du die einzelnen Verstecke findest, auf deiner Karte markieren. Die dritte Quest! Eieiei. Boah, kleiner Spoiler, wie alle aussehen immer. Die Straße der Sterne. Genau. Es gibt 3 Quests. Champ werden, Gewürze sammeln und das böse Team Star auslöschen. Für jeden Boss, den du besiegst, wartet eine große Belohnung auf dich. Hä? Wer bist du denn jetzt plötzlich? Team Star macht nichts als Ärger. Seine Mitglieder sind schlicht und einfach gefährlich. Maike soll sich da am besten vollkommen raushalten. Ganz genau. Außerdem geht sie ja schon mit mir auf die Suche nach besonderen Zutaten. Maike wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Nicht wahr, Nemila und Pepper? Die Person hat zugehört. Moment mal, woher kennt diese Person unseren Namen? Ich freue mich schon darauf, dich in Aktion zu sehen, Maike. Was war das denn bitte? Maike, es ist voll toll, dass du so schnell so viele Freunde gefunden hast, aber pass auf, dass du dich nicht in gefährliche Sachen verwickeln lässt. Okay, belassen wir das Thema am besten dabei, denn jetzt beginnt das Abenteuer! Ich mache mich auf, um gegen jeden einzelnen Trainer zu kämpfen, der mir vor die Nase läuft. Wenn ich hart an mir arbeite, um die Allerstärkste zu werden, wird diese Erfahrung ganz sicher zu meinem ganz persönlichen Schatz. Lange Rede, kurzer Sinn, ich klappe die Arenen wieder ab und trainiere dabei neue Pokémon. Hier, ich zeig dir mal ein Foto, damit du weißt, wie die Gebäude aussehen. Aha, so sehen also die Arenen aus. Das sind einfach nur noch große Gebäude. Maike, jetzt haben wir zwar alle auf dich eingeredet, aber letztendlich entscheidest du, wohin dich deine ganz eigene Schatzsuche führt. Geh, wohin du willst und mach das, wozu du selbst Lust hast. Mein ganz persönlicher Schatz.
In meinem Fall wäre das dann wohl Massen an Gewürzen. Ist doch klar. Wenn ich die Gewürze in die Finger bekomme, mache ich dir das beste Sandwich deines Lebens. Versprochen. Ach ja! Das gefällt ihm, Gewürze, ne? Hey, was willst du denn schon wieder? Ich glaube, es hat Interesse an dem Sandwich, das du gerade erwähnt hast. Du bekommst sicher nichts davon ab. Ja. Da scheint es jemand ja kaum abzuwarten zu können, sich auf den Weg zu machen. Willst du vielleicht, dass du auf ihn reitest, Michael? Oh, das wäre cool. Drücke den Plus-Knopf und dann kannst du auf Kurai dann absteigen und mit ihm aufsteigen und dann damit schneller fortbewegen. Drückst du während des Reitens den B-Knopf, springt das und überwindet so Hindernisse. Drückst du erneut den Plus-Knopf, kannst du wieder von Kurai dann absteigen. Oh, cool. Rauf da! Yeah! Und jetzt auch mal sind die Reifen. Warte. Zuklöten. Ja, die Ballonreifen sind jetzt aufgepustert. Damit können wir jetzt fahren. Wow, es hat seine Form geändert. Es sieht Mopex wirklich ähnlich. Auf dem Rücken von Coral, dann kannst du bestimmt ohne Probleme alle Winkel von Paldea erreichen. Nice. Ich weiß ja nicht. Wenn du nach dem Herrscher-Pokémon suchen willst, verlässt du die Stadt am besten durch das Osttor. Warte, nie ohne Seife waschen? Rechts. Aber weil du eigentlich auf dem Weg zu den Arenen willst, solltest du das Westtor ansteuern. Ah, links. Auf der Ostseite verläuft man sich leicht. Pah, ich mach mich jetzt auf die Socken. Sieh zu, dass du keine Wurzeln schlägst und gleich nachkommst. Und ich mach wieder zu den Arenen auf. Bis später, Maike. Okay, finde ich cool, dass man machen kann, was man will, aber wie gesagt, macht das nicht so viel Sinn, machen, was man will, weil Level Scaling nicht existiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Quest machen möchte, wo die Trainer aber sehr hoch gelevelt sind, dann ist es halt blöd. Also gibt es doch eine kleine Reihenfolge und die versuche ich jetzt ein bisschen einzuhalten. Endlich beginnt die freie Projektarbeit der Akademie, die Schatzsuche, Reisen an Orte deiner Wahl. Gibt es so eine Empfehlung? Weil ich würde gerne der Empfehlung folgen. Okay. Genau, die Map. Wie wir sehen können. Oh, man kann drehen. Genau. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist, aber hier können wir lang. Hier sind allgemein so komische Symbole überall. Ja, jetzt heißt es wirklich einfach nur noch erkunden. Schaut euch das mal an. Das sind alle Punkte, die wir erreichen müssen. Die roten sind Arenen. Die blauen sind die Bösen. Und die grünen sind für die Gewürze. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang will. Ich glaube, ich gehe vielleicht den Zahlen nach, weil die heißen ja alle hier südliche Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und alles. Ich glaube, ich gehe dem nach. Das würde heißen, ich gehe erstmal zur ersten Arena in Moldrit City, I guess? Nach Moldrit. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich gehe wirklich den Zahlen nach. Ich hoffe, es stört niemanden. Und yo. Warte, was? Du hast zwei große Räder und du rennst? Du läufst? Was zum... Naja, aber immerhin haben wir jetzt ein Gefährt. Immerhin. Sondern ich meine, in dieser Richtung ist das Westtor. Okay, ich mache einfach meine eigene Reihenfolge. Und meine Reihenfolge ist es, erstmal die erste Arena zu machen. Das heißt, dieses Tor bestreiten. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ich weiß, ich habe recht. Müsste mir nicht sagen. Wenn du das Westtor passieren willst, kommst du nach Moldrit. Stimmt, ein Erntefest kommt da. Hallo, hallo, ist Nemila. Wir sollten aber jetzt hin und wieder telefonieren, um es auszutauschen, wie es läuft. Du bist auch von der Akademie aus nach Westen aufgebrochen, stimmt's? Ja, gut, dann sollte Moldrit nicht weit entfernt sein. Da gibt es übrigens auch eine Arena, die sich auf Käfer-Pokémon spezialisiert hat. Käfer-Pokémon? Fordere doch die Arena-Leiterin dort heraus. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen kannst, Maike. Viel Erfolg und bis dann. Okay. Öffnen wir das große Tor. Wie auch immer wir es öffnen, aber wir öffnen es. Yeah. Ja, das Laden dauert ein bisschen lange. Vor allem ohne Musik ist es ein bisschen boring, aber hier sind wir. Und wenn wir auf die Map schauen,
Das ist nicht die Map, Mike. Wenn wir auf die Map schauen, sehen wir, dass es gar nicht mal so weit ist. Also die ganze Zone ist diese Route mit der Stadt. Also wir haben hier einen linearen Weg mit ein paar Hügeln. Ich weiß gar nicht, was das hier alles heißt. Sind das die Rays oder was ist das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Hallöchen. Oh, lernen wir jetzt, wie man Picknicks macht? Ich habe meine Beute mit zu vielen Zutaten vollgeschafft. Hier kriegst du was ab. Nee, okay, schade. Was schmeckt herrlicher als ein Sandwich im Freien? Probier doch mal eins mit diesen Zutaten zuzubereiten. Wollen wir dann auch gleich mal zusammen picknicken, die Seele baumeln lassen? Klar. Wir sehen, wie das funktioniert. Ob das wie Pokémon Army ist oder wie dieses aus Gen 8 mit diesem Curry-Mixen. Das mochte ich nicht so sehr. Mal schauen. Tu deine Pokémon sprudeln wieder über vor lauter Energie. Das war's? Kein richtiges Picknick? Wow, das war echt enttäuschend. Aber schaut mal, was sie hier haben. Ein Voltilam. Ein kleines Voltilam. Miep. Sieht süß aus. Aber ich mach's fertig. Aua. Muss super auf jeden Fall noch leveln. Na, ich habe meine Pokémon nicht gelevelt. Und jetzt ist die Herausforderung wieder da. Das hat keine Wirkung. Du Idiot, ich bin zu Boden. Elektroattacken treffen mich nicht. Und das war ein nicer Crit. Und nochmal. Miep. Dein Miep stört mich nicht. Guck mich mal um, ob sie noch irgendwelche... Ich schaue mir alle zu. Ich liebe Hopsprost seit diesem Spiel, ne? Das ist so lustig, wie es mir einfach zuschaut. Level up. Nice. Hm, was wohl passiert, wenn mein Pokémon genügend Level-Ups erhält? Was zum... Achtet mal bitte auf die Texturen hier vorne. Das wabbelt so rum. Das sieht echt komisch aus, richtig trippy. Das ist, glaube ich, nicht richtig so, oder? Also, es sieht zumindest nicht richtig aus für mich. Achso, wir können einfach so gehen. Ich glaube, ich werde meiste Zeit auch auf Koraidon reiten, weil es ist einfach schneller und spart Zeit. Kommen wir schneller von A nach B. Okay. Hier geht's wieder rein in die riesige, weite Stadt mit der Akademie. Aber da müssen wir nicht hin. Boah, hier gibt's echt viel. Was ist das denn hier vorne? Oh, ist das ein... Ist, ja. Ja, okay. Jetzt sehe ich es auf der Map, auf der Minimap. Die Dinger sind Raids. Wollen wir mal einen Raid machen? In Paldea findest du an einigen Orten funkelnde Kristalle. Wenn du diese untersuchst, kannst du dich an Terra-Raids versuchen und gegen starke Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. In Terra-Raids kämpfst du mit anderen Trainern gegen mächtige Terra-Kristall-Pokémon. Wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in deiner Nähe kämpfen und wenn du online bist mit weltweiten Pokémon. Terra-Raids verfügen über seltene Terra-Typen. Gegen das euch an diese Pokémon gemeinsam zu besiegen, kannst du es fangen. Okay. Mitspieler suchen? Ein Geweiher Stern 1. Also noch sehr easy. Ich glaube, es gibt 5 Sterne oder so. Und das hat die Schwierigkeit. Pokémon wechseln wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Auf meinem Takoko. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwer kommt. Ja, sonst egal. Komm. Mach ich halt mit NPCs. Ich hoffe wirklich sehr, dass die NPCs hier besser sind als ein Schwert und Schild. Weil da waren die wirklich schrecklich. Die waren schrecklich. Dort ist auf 5 Sterne noch Leute mit Carpador oder mit Leuten mit Attacken, die einfach richtig schlecht sind. Also, das ist wirklich einfach traurig gewesen. Du konntest realistisch keine 5-Sterne-Kämpfe machen. Ohne echte Menschen. Aber naja, hier haben wir ein Geweiher, was scheinbar ein Typ Elektro hat. Hat so eine Glühbirne auf, das könnte Elektro sein. Ja, doch, ist Elektro. Geweiher ist dann normalerweise... Oh, lass mich lügen. Es ist nicht Wasser, sondern Käfer, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. I'm sorry. Egal. Aber wir können... Achso, nee, müssen wir aufladen. Okay. Ja, ist okay. Mein Gott. Musik ist cool. Biss. Nom. Und noch einmal Biss. Man sieht sogar oben, was die anderen einsetzen. Okay. Unten haben wir eine Zeit. Müssen einfach schnell machen. Ist das alles so Live-Combat? Also kein rundenbasiertes? Das finde ich interessant. Das würde wirklich die Raids interessant machen, wenn das wirklich ist. Ich weiß aber nicht, aber es sieht so aus wegen der Leiste. So, Geweiher ist down. War auch ein Stern. Die sind super easy.
obviously. Dafür kriegst du aber auch keine krassen Pokémon. Halt ein Geweiher, ne? Und wenn man will, kann man es dann fangen. Ich mach's jetzt mal als Demonstration. Boah, wie cool. Kling! Boah, sieht richtig cool aus, die Animation. Das sah nicht so cool aus. Yay! Wow! Geweih aus Generation 3. Woo! Naja. Da habe ich es auch mal gezeigt. Ich werde die wahrscheinlich größtenteils offscreen machen. Aber jetzt habt ihr so einen groben Eindruck davon, wie die so funktionieren. Genau, man kann es auch mit Freunden machen. Dann kann man gemeinsam Sachen farmen und was auch immer, ne? Kling! Ja. Und dann verschwinden die, aber die tauchen dann später höchstwahrscheinlich einfach wieder auf, aus dem Nichts. Ich glaube, wenn ich jetzt hier runterfalle, falls ich das überhaupt kann, ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube, dann komme ich in ein anderes Gebiet und das möchte ich nicht. Oh, Wonne, Wonne! Auch ein Pokémon, was man mit Freundschaft entwickeln muss. Ein Vonera. Wonne, Wonne. Auch gut dafür bekannt, dass es sehr viel XP gibt, also sehr viele Erfahrungspunkte. Ja, ich mach sehr viel Damage. Ja. Nee, eben nicht. Giftschweif, bitte mach das mehr. Ein bisschen. Ich versuche mal zu fangen. Pokéball! Wieso versuche ich es zu fangen? Das war gerade ziemlich dumm. Ich habe gar nicht nachgedacht. Warum fange ich es? Egal. Level 10! Schön. Okay. Ab in die Box mit dir. Ich weiß nicht, warum ich es gefangen habe. Auch nicht, warum ich das Geweih gefangen habe. Ich wollte eigentlich nur in den Aufnahmen die neuen Pokémon fangen. Ja. Da Tiris. Ganz viele von denen. Spawn aber direkt vor mir erst. Hat ein bisschen Voltila. Ich dachte mir so, hä? Was ist das? Ein Voltila. Sind aber viele Items. Super Tränke. Die sind super. Und hier ist ein Charalili. Bitte, 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 bitte. Naja. Na gut, Charalili, du willst es so. Aua. Giftschweif. Bletsch. Oh, schön vergiftet. Gut gemacht, Felino. Das will ich gerne sehen. Und noch einmal. Oh, Flügelschlag. Aua. Aia. Vielleicht wechsle ich doch wieder zurück zu Fococo. Als ob sich down ist. Ja doch, ich switch rüber zu Fococo. Ich glaube, ich packe ihn mal wieder ein bisschen öfter raus. Zugieb. Das hat dich dein Leben gekostet. Ich hoffe, das war's wert, mein Freund. Und Level Up für ein paar. Doppelteam für Pikagu. Ja, warum nicht? 1, 2 und schwupp. Dum -dum -dum. So. Du kommst nach oben. Super. Und hier ist ein Trainer. Makuhita. Hallöchen, Makuhita. Hat keinen Mund? Sieht irgendwie so aus, als hätte keinen Mund. Makuhita ist Kampf. Nur Kampf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es etwas sehr Effektives drauf hat. Ansonsten versuche ich einfach mal ein bisschen mit Glut ihn zu schwächen. Oh, er bufft sich die ganze Zeit mit Energiefokus. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Was? Okay. Bam. Da ist er down. Yay. Hefe will Biss erlernen. Ja, ich werde ja alle sowieso nicht in meinem Team behalten. Also komm. Rutenschlag. Ja, in Ordnung.
Aber finde ich cool, dass man da die Pokémon selber fragen kann. Und dann der Jai oder so entscheidet. Finde ich cool. Du-dum! Was ist das denn für ein Pokémon? Ey! Ich werde dafür sorgen, dass mein Pokémon viel Erfahrung sammelt. Das ist ein neues Pokémon! Was ist das? Ich will das sehen! Ey! Oh Mann, jetzt muss ich kämpfen! Oh Mann, was ist denn das? Das sieht cool aus! Mit so einem, weiß nicht. Was ist das? Ich hoffe, es ist gleich noch da, Leute. Uzepurze? War das der Kampf oder hast du noch ein zweites Pokémon? Ich hoffe mal, dass du ein zweites hast. Nee. Ja, Leute beschweren sich, dass es kein Set mehr gibt in den Einstellungen, aber die ganzen Trainer haben sowieso nur ein Pokémon, also, ne? Was bist du? Ein Hund. Mobtiff. Okay, was für einen Typen hast du? Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht normal? Stein? Nee, kann es nicht sein. Vielleicht Boden oder so? Keine Ahnung. Ich würde es fangen. Usch, lecker. Oh, ich kann ranzoomen in das Pokémon. Wenn ich möchte. Oh, ich bin paralysiert. Das habe ich gerade gesehen. Nein. Das ist schlecht. Haben wir einen Paraheiler? Ich denke, ich habe einen eingesammelt irgendwann. Aber dieses Pokémon hier haben wir noch nicht in Trailern gesehen. Ein Mobtiff. Interesting. Level 14, Level 11. Nice. Es blickt stets finster drein, um von anderen ernst genommen zu werden. Außer Typ Unlicht. Doch selbst weinende Kinder fangen bei seinem Anblick an zu lachen. Oha. Oha, das Arme. Okay. Beutel. Ja, ich habe einen Paraheiler. Schön. Ich schaue mich hier um. Ich möchte aber nicht in welche Pokémon reinrennen. Was habe ich gesagt? Flucht. Keine Lust. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bin ich schon bei der. Oh, ich bin schon bei der Stadt, ne? Da wollte ich noch gar nicht hin. Oh, Smoliv! Hier ist Smoliv, Leute. Beziehungsweise auf Deutsch. Olini. Bitte kill es nicht. Okay, mach nicht so viel Damage. Gut, 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 gut. Lockduff. Ich kann es einfach so direkt versuchen zu fangen, oder? Das könnte funktionieren. Ich meine, ist ja nur ein. Ja, komm, einmal bis mal noch und dann versuche ich es. Bin mir gerade nicht so sicher. Razor Blade. Oh no. Not a Razor Blade, my guy. Oder my girl. Du kommst zu meinem Team. Also, fürs Erste zumindest. Dulum, dulum, plum. Ja, Odin, die kennt man ja schon. Also, Smoliv. Das Viech kennt man schon. Um sich vor Feinden zu schützen, sondert es aus der Frucht aus seinem Körper, auf seinem Kopf, meine ich, Öl ab. Dieses ist so bitter, dass es einen zusammenzucken lässt. Okay. Plang, neues Buch. Hallöchen. Wo bin ich gerade? Ich drücke immer... Mann! Ich flieg mal hier hin. Ich möchte nämlich den Weg normal abgehen. Wie fliege ich denn da eigentlich? Wer fliegt mich da hin? Der Typ da unten rechts? Mit seinen ganzen... Ukuyasus, keine Ahnung. Okay, egal. Hier sind noch ein paar Trainer und hier ist auch noch eine Gasse, wo wir lang können, also... Oh, eine Pokepuppe, glaube ich, war das. Okay. Leute, geht einiges ab in den nächsten Folgen. Jetzt geht das Spiel so richtig los. Und ich bin total dabei. Nee, ehrlich, ich habe wirklich Bock jetzt auf das Spiel. Ja, ich werde wohl sehr viel voraufnehmen müssen, wenn ich das jetzt suchten möchte, das Spiel. Und ich kann springen. Oh Gott, wie das aussieht. Ein bisschen komisch. Wie so ein Hase. Wie. 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 Ich habe zu viel Spaß damit, glaube ich. Na gut. Ah, ich bin so vergesslich.
Ich habe ganz vergessen, Zusatz einzukaufen. Mein Fuß muss ich jetzt in deinen Kampf auslassen. Okay, Anna. Was hast du denn da für ein... Pummel, ein Pummel. So kleine easy peasy Pokémon. So ganz easy peasy Pokémon haben sie nur. Boom, das war's. Das war der Kampf, Leute. Willkommen bei Pokémon Scarlet Violet. Wo die Kämpfe Route 1 Pokémon sind. Das war's. Oh, noch ein zweites Pokémon. Oh. Oho, oho. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ein Drifteon. Typ Geistfluch, falls ich mich nicht irren sollte. Außerdem entführt es gerne Kinder. Das ist offiziell. Ja. Glut und du bist weg. Okay. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, würde ich mich auf einen Like freuen. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier bei Pokémon. Möchtest du vielleicht ein Foto mit mir machen, Kleiner? Abschiedsfoto für die Folge? Ja. Oh. Warte, ich muss noch eine Pose machen. Wie mache ich Posen? Hier. Das ist meine Lieblingspose, glaube ich. Hä? Jetzt auf meine Hand. Dann müsst ihr draufdrücken, Leute. Ja.